Was würdest du mit dem Geld machen? Meine Mutter hat ja bald Geburtstag, ich werde sie was schenken. Also ich spare noch ein bisschen für ein Free Auto halt auch noch. Nice. Ja, wie sieht's bei dir aus, wenn du gewinnen würdest? Wie er aber gesagt hat, meine Mutter hat auch vor kurzem Geburtstag gehabt. Ja. Geschenk habe ich noch nicht gemacht. Das Geld würde ich dann sparen. Nach 2, 3, 4 Wochen würde ich mir ein neues Auto zulegen. Bevor das Video startet, wichtige Information. Ich spreche am Anfang die ganze Zeit von 500 Euro. Das stimmt nicht. Es geht um 1700 Euro, weil beim letzten Video die Ansage von mir hieß, Likes bestimmen das Preisgeld. So, das werden die Jungs erst später im Video erfahren. Ich werde die flashen und dann werden sie wissen, kurz vor Schluss, es geht nicht um 500 Euro, sondern um 1700 Euro. Behaltet das im Kopf. Jetzt geht's los im Video. Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. 500 Euro werden mir den besseren Döner liefert. Wir sind noch im Auto. Wir treffen gleich die Abonnenten. Ich werde noch mal ein paar Kleinigkeiten sagen zum Video. Emin Uster ist am Start. Handmade sehe ich auch direkt. Ach, mein Lieber. Gratis Handjob? Jungs, seid ihr's? Ja, ihr ist geil, Mann. Wir parken eben. Wer hatte keine Eier alleine zu kommen von euch? Ja, deshalb meine ich. Also nochmal hier vor Ort am Start mit den beiden Jungs hier. Wir werden, Jungs, heute ein eiskaltes Battle machen. Ihr wisst, worum es geht. 500 Euro für den von euch beiden, der mir den besseren Döner liefert. Und für euch ist eigentlich nur wichtig, Kommentar mit Hashtag Holle und eurer Stadt in die Kommentare für die nächste Runde. Ihr könnt, wenn ihr 10.000 Likes erlangt, das nächste Preisgeld auf 1.000 Euro erhöhen. Die Möglichkeit gebe ich euch. Und jetzt geht es erstmal um euch, Leute. Stellt euch mal ganz kurz gerne vor. Beginnt mit dir. Ich bin Harun, 19 Jahre alt, komme aus Bremen. Hab jetzt den Dönerladen ausgesucht, den wir als erstes angucken. Ich bin auf jeden Fall siegessicher. Ich denke schon, dass ich die 500 Euro mit nach Hause nehme. Und ja. Harun war das? Harno. Harno. Wie Hannover, aber... Wie Arno, der Rapper, weißt du? Ja. Mein Name ist David, bin 18, komme aus Bremen. Und ja, ich werde nachher auch meinen Döner zeigen. Ist meiner Meinung nach, ist ein Döner in Bremen. Also werde ich auch schon Paula überzeugen halt heute. Geil, Jungs, geil. Ich freue mich, auch zu dir kommen wir dann natürlich noch genauer. Ich will mal einmal nur kurz gucken, ob ich überhaupt genügend Geld dabei habe. Oh. Jungs, ich muss die Frage stellen, die ich jedem stelle. Wollt ihr gewinnen? Gewinnen, 100%. Okay, dann werden wir schauen, wer wahre Worte spricht. Wir gehen zum guten Emin Uster. Das hört sich vielversprechend an. Also Emin Uster hört sich wirklich so an, wenn ich die Augen schließe, rieche ich jetzt schon die Türkei, so den Holzkohlegrill. Komm, wir gehen ab und dann schauen wir. Hier ist Kollege auch noch von den einen am Start. Hier. Moin. Na, wie ist dein Name? Max Hart. Max Hart. Ja. Ja, geil, Mann. Bist du einmal rechts rum? Ja. Wie geil! Ahmed hat schon mehr Fame als ich. Und denkt auch dran, Leute, Ahmed hat auch einen Kanal. Der einzige war Ahmed bei YouTube, ne? Komm mal, Leute. Schönen guten Tag. Moin, moin. Ja, grüßt euch. Wir haben uns angekündigt, ne? Hier ist schon mal ein wunderbares Team. Das sehe ich immer gerne, ne? Wo ist Chef? Aber Vertretungschef. Einmal melden bitte. Wer macht den besten Döner? Ja? Dann nehmen wir dich. Ich muss ihm jetzt sagen, was er zu tun hat. Also, du machst die besten Soßen. Aber gerne. Dein Salat ist sowieso frisch. Fleisch soll ein bisschen knusprig sein. Brot soll auch nicht zu hart sein. Mach einfach den besten Döner, den du kannst. Berliner Soße, ne? Ah, Berliner Soßen, oha. Die schmecken sehr lecker und ich war vor kurzem in Berlin. Ja. Rührer Döner war jetzt nicht besser als der. Nee, nicht? Nein. Kräuter, Knoblauch, scharf wäre das eine gute Möglichkeit. Fühlst du dich sicher? Ich fühle mich sicher. Wie fühlst du dich gerade? Ich mach schon Konkurrenz. Ja, Konkurrenz, ja. Macht er das gut, Ahmed? Oh, guck dir das an. Ja, ist geil, ist gut. Nicht Döner, das heißt Emin Uster. Ja, merkt euch den Namen Emin Uster in Bremen. Jetzt geht los. Wie machen wir jetzt, Hanno? Mach auf deine Art. Auf meine Art, gerne. Und nochmal die 8. Soße. Das ist ein Feuerwerk. 9! Oh, Bruder! Das ist unsere Döner in Bremen jetzt. Oha! Das ist Bremen, das steht für Bremen. Jo. Oha, oha. Ich werde auch direkt reinbeißen.
ist dein Gefühl? Ich muss echt zugeben, mein Döner letztens war nicht so vollgepackt. Ja. War nicht so mit so viel Soßen drin. Du hättest auch eingreifen können natürlich, das könnt ihr immer. Ich muss sagen, oben die Soßen waren deutlich zu viel, sind drüber gewesen. Man muss ja irgendwie noch ein Zusammenspiel bewahren, ne? Und zu viel ist einfach zu viel. Man merkt aber direkt, das Fleisch ist heftig. Ich habe in Bremen sowas nicht erlebt. Ich mache sogar den hier, Leute, weil das hat keinen Sinn, das jetzt runter zu snacken. Ich sag mal, fällt unter mein Nicht-Selfmade-Ranking, ist aber nicht schlimm. Wir gucken jetzt heute einmal nach Geschmack. Und Fleisch ist in der Hinsicht auch mal was anderes. Am Telefon hat er mir auch gesagt, dass es vom jungen Kalb ist. Das ist teurer Fleisch, meinte er. Okay, also beim Fleisch kann ich sagen, ist wirklich nicht schlecht, auch vom Biss her. Das ist nicht so ein Standardfleisch, von der Dicke schön geschnitten, das ist auch ganz wichtig. Ganzes Fleisch auch nicht zu kross machen, denn nur die Außenhaut, dann wird es zu kross, dann hast du keine Saftigkeit mehr. Hat er gut gemacht. Wir lassen mal alle 5 gerade sein lassen, einmal ein bisschen Soße runter, das kann man dann immer noch gut bewerten. Ich sage euch, was auch stark ist, ist hier das Grillgemüse. Hast du richtig schön dieses Fritteusen-Feeling. Aber wir gucken jetzt nicht, wer gewinnt den Gesundheitspreis hier. Aber jeder kennt dieses Fritteusen-Feeling, dieses Fettige, dieses Deftige. Das kommt direkt in den Döner rein. Aber nimmt nicht überhand, weil du hast noch genügend Fleisch, du hast noch Salat, du hast das Brot. Das gibt so einen schönen Geschmackskitzel zusätzlich. Bist du dir jetzt noch siegesicherer oder hast Angst bekommen? Also ich fühle mich noch sicher, ja, aber mach schon ein bisschen Konkurrenz auf, finde ich. Also okay. Ja, fair gesagt. Interessantes Brot auch. Das ist Selfmade. Das machen die hier hinten. Geil. Hat er vorhin gesagt? Und Fleisch ist ja auch Selfmade theoretisch. Das ist ja eine Riesenkette und das ist eine Fleischerei. Und der Laden heißt ja Eminusta. Und das ist die Fleischerei. Ah, das meint er damit. Da hat er schlecht erklärt, ja? Ja. Das kommt aber dann auch gut überein, dass das Fleisch halt wirklich diesen Special-Charakter hat. Es schmeckt anders und umso besser, wenn es dann aus eigener Herstellung ist, natürlich. Puh. Also zum Brot nochmal, war mein Brot. Hat einen ganz interessanten Charakter. Dieses leicht sapschige hast du innen. Es ist außen relativ kross, aber nicht zu doll. Und trotzdem wird es sapschig. Und na, hier merkt ihr schön das Fett raustriefen. Das ist geil beim Döner. Das ist geil, wenn es nicht zu viel wird. Starkes Ding. Leute, in dem Sinne, wir werden rüber zu Klaus Kebab. Ich mach den mal einmal hier den. Rüber zu Klaus Kebab. Wir sehen uns direkt beim Laden 2. Vergesst alles, was ich mit 500 Euro Preisgeld gesagt habe. 12.000 Likes, das heißt nochmal plus 1.200. Ich habe im letzten Video angesagt, 1.000 Likes, 100 Euro. Es geht heute um 1.700 Euro und das werde ich den Jungs auch gleich sagen. Vergesst, was ich sage mit den 500 Euro da oder was ich gelabert habe. Wir sind bei Laden Nummer 2. Übergebt mal Achmed einmal kurz die Cam noch, weil ich habe euch was mitzuteilen. Okay. Es gibt ein Problem mit den 500 Euro, ne? Sag ich euch ehrlich. Warum das? Es geht doch nicht um 500 Euro, sondern um 1.700 Euro, weil ich verplant habe, dass ich im letzten Video gesagt habe, 1.000 Likes, 100 Euro. Und ihr habt fleißig geliked, ne? Denkt dann auch fürs nächste Video erstmal 10.000 Likes, 1.000 Euro, weil da soll es dann die nächste Runde gehen. Und dann können wir das nochmal erhöhen, das Preisgeld. Dann geht das nochmal weiter. So, und da geht es jetzt schon mal um 1.700 Euro jetzt. Das schmeckt das? Schmeckt. Müsst ihr probieren, ne? Das ist ein schöner... Das Geld schmeckt. Ah, das Geld schmeckt super. Ja? Geil. Jetzt geht's an dich, mein Lieber. Jetzt geht's an dich. Sag mal, wie wird nochmal dein Name ausgesprochen? David. Navi. David, David. Ach, David. Ja, so. Ich dachte, es war ein Navi wie Auto. Nein, nein, nein. Ach so, okay. Ja, wir sind bei Klaus Kebab hier. Ich glaube sogar, es sind 1.750 Euro. Ich guck noch mal, also... 12.000 Likes plus die gesicherten 500 Euro, so ist das. Nee, es gibt keine 500 extra. Keine 1.200 Euro. Sorry, Jungs, das habe ich nicht gesehen, Leute. Also 1.000 Likes, 100 Euro, sprich, es geht dann aber auf 1.200 zumindest. Also tut mir leid. Geld ist Geld. Ne? Geld ist Geld. 500 verschenken kann ich auch nicht, aber ist trotzdem geil, ne? Schmeckt es trotzdem? Schmeckt süße. Wir machen 1.300 raus, weil ihr es seid. 1.300, bitte. Oha, jetzt war ordentlich was los, Achmed. Jetzt ist ordentlich was los. Achmed, ich bin aufgeregt. Moin, mein Lieber, grüß dich. Seid ihr vorgewarnt? Können wir drehen hier? Vorgewarnt. Ach, wir dürfen drehen? Ja. Ja, geil, geil. Gut, ja, da machen wir den ja. Ja, muss. Bei dir auch? Oh, ja, hast du schon mal von mir gehört zufällig? Ich seh dich ja auf YouTube, ne? Geil, Mann, das freut mich. Wir machen heute 1.300 Euro, wer mir den besseren Döner zeigt. Ja, das heißt, du bist für den guten David, bist du die Nummer 1 und wirst heute entscheiden, ob er 1.300 Euro abräumt oder leer ausgeht. Alles klar. Ja, und er ist dein Gegner. Er möchte, dass du heute nicht ablieferst. Thank you.
Ihr habt Hähnchen und vegan? Genau, und Halloumi und Falafel. Okay, aber wir nehmen? Hähnchen. Hähnchen, nicht vegan. Nein. Nein? Riskier doch einfach. Wenn du Eier hast, nimmst du vegan. Wie gehen wir jetzt vor dann? Was nehmen wir für einen Döner? Ja, ich will einfach Hähnchen-Döner nehmen. Ja? Mach einfach den besten raus. Also, schaust du auch Holles Video, da ich mag, weißt du, was Holle so mag. Ja. Und schön kross am besten, das zeig ich dir auch schon. Schön kross. Geil, okay, danke dir, Serkan. Ich würde dir eigentlich Knoblauch und Schaf machen. Knoblauch und Schaf, okay, dann nehmen wir so. Das wäre so das, was ja. Du auch jeden Tag essen. Okay, bist du noch siegessicher, ja. David? Ja, bin ich schon fit. Ja? Ja. Eine Ansage auch noch zwischendrin. Scheiß auf die 200, 300 Euro. Ich merke gerade, ihr denkt sonst, ich gehe insolvent. 1000 Likes, 100 Euro. Das heißt 10.000 Likes, 1000 Euro, 12.000 Likes, 1200 Euro und so weiter und so fort. Ne? Wir machen das wieder. Ich gehe auf alles. Für euch, Leute, für euch. Wir machen das so. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Du sagst auch, weil ich bei Papais letztens war in Bremen, für alle, die den Papais kennen, den ich sehr gefeiert habe immer, aber das Brot nicht so gut war. Der hat, seitdem ich da war, Brot geändert, ne? Ja, also kommen mir so vor, ne? Okay. Also ist auch kleiner geworden. Letztes Mal, wo du bewertet hast, war ja viel größer. War auch nicht so teuer. Okay. Danke, mein Lieber. Oh, guckt euch den Oschi an. Der wird auch wieder schwer zu essen. Optisch eine 1. Oh, böses Fleisch, Mann. Der junge Mann isst nicht, der ist am Fasten. Mhm, genau. Dass wir da Bescheid wissen. Also der erste Eindruck deutlich stärker ist bei dir, das sei, weil bei dir ja die ganze Soße war. Dann habe ich die weggemacht. Ja, aber ich habe ja gesagt, da mache ich auch eine kleine Ausnahme. Mhm. Also sehr starkes Kraut auch. Da muss natürlich jeder für sich wissen, wie er es mag. Mag er gerne dieses eingelegte Kraut oder nicht? Hier haben sie dieses Essig eingelegte Kraut, was ich sehr gerne mag. Kannst du aber nicht zu jedem Döner nehmen und will ich auch nicht jedes Mal haben. Also mal hat man Lust, mal hat man nicht. Jetzt gerade bockt mich das. Findest du, die haben den Döner gut gemacht, wie immer so? Ja, das sieht schon gut aus. Er hat extra die dickere Variante genommen. Er hat so einen Sandwich-Döner gemacht, wie bei Rühren. Ja, die haben auch normalen. Ja. Die haben auch, ja, ja. Hm. Ich sag jetzt schon, das wird, glaube ich, die knappeste Kiste überhaupt. 1300 Euro. Also die sind so ähnlich von der Stärke. Schön kross, geile Hähnchennote. Auch geiler Salat, das was bei dir dieses Frittiergemüse war. Ist für mich hier irgendwie so dieses sauer eingelegte Gemüse, passt auch super. Mhm. Echt beides stark. Angst? Nee, ich bin siegessicher. Ich bin siegessicher, okay. Weil ich weiß, mein Döner ist safe mit 100% und der, ich denke nicht, dass es safe mit ist. Ich will euch jetzt zwischendrin mal was sagen, einfach, weil ich euch nicht so sitzen lassen will. Erstmal direkter Vergleich. Brot war bei dir stärker, Soßen sind hier stärker. Das war einfach zu viel und zum Schluss durch den ganzen Mix bei dir, hättest du eingreifen müssen. Lieber 2, ja. 3, zur Not auch 3, weil dieser Berliner Mix kennt man, der stimmig in sich. Aber 6, 7, 8, da wird es einfach nur noch wirr und ich habe gar nichts mehr geschmeckt. Hier sind die Soßen stärker. Gemüse war bei dir auch stark, mit diesem Grillgemüse hier auch stark. Fleisch auch beide stark. Oh, Leute, ihr macht mich kaputt, Mann. Das ist das härteste Rennen. Was würdest du mit dem Geld machen? Meine Mutter hat ja bald Geburtstag. Ich werde sie was schenken. Also und Rest wegpacken, sparen so? Ich spare noch ein bisschen für ein die Auto halt auch noch. Nice. Ja, wie sieht es bei dir aus, wenn du gewinnen würdest? Wie er gesagt hat, meine Mutter hat auch vor kurzem Geburtstag gehabt. Ja. Geschenk habe ich noch nicht gemacht. Nächste Woche habe ich eine Operation. Ich werde mein Auto verkaufen. Das Geld würde ich dann sparen. Nach der Operation, nach 2, 3, 4 Wochen, würde ich mir ein neues Auto zulegen. Ein bisschen aufstocken. Genau. Mhm. Bessere Ausstattung. Genau, bessere Ausstattung, genau. Okay. Das Ding weggeatmet. Eins muss ich auch noch mal zu diesem Selfmade loswerden. Es ist manchmal tatsächlich schwer genau zu definieren. Ich habe ja noch mal vorhin gefragt, als die Kamera aus war. Die produzieren auch für sämtliche andere Leute in der Umgebung. Schwer immer, wo Selfmade anfängt, wo das aufhört, wenn es in die Massenware reingeht. Deshalb davon unabhängig. Es war starkes Fleisch, was sich abgehoben hat. Immer noch Hackfleisch, aber manchmal kann Hackfleisch auch einfach richtig geil sein. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es rein Hackfleisch war, aber es war stark. Hier war das Fleisch aber auch stark. Also einfach geschmacklich. Einfach stark gewesen. 1, 2, 1300 machen wir draus. Er ist am Zittern. Kannst du noch mal in Ruhe nachziehen, solange ich denke, vielleicht? Wow. Der ist so fies, Digga. Und stell dir vor, gleich geht's wieder aus der Hand, vielleicht. Passt. Passt, ja.
diese scheiß Soße oben drauf macht mich kaputt bei dir oben. Ich sitze hier schon 5 Minuten, glaube ich, bin am Überlegen. Also, das Ding ist, sind beide annähernd gleich stark. Der entscheidende Punkt liegt da drin, wenn man viel ins Fleisch reinbeißt. Nicht nur oben mal knuspert, sondern dieses durchdringende Ding, was zum Schluss reinkommt, wenn du mehr vom Döner hast, wenn du dich langsam kennengelernt hast mit dem Döner, ihr euch angefreundet habt. Da ist einer von euch beiden stärker gewesen. Erstmal. Boah. Gebe ich dir eine 7,9 Punkte. Das Fleisch in der Gesamtperformance besser war bei Ibiluster! Ganz knapp stärker, das tut mir leid, mein Lieber. Alles gut. ganz knapp stärker, wirklich, wie gesagt, das Fleisch, wenn man viel vom Döner gegessen hat, zum Schluss ein bisschen besser, hier wurde es dann gewöhnlicher. Am Anfang richtig heftig, aber zum Schluss gewöhnlicher, aber auch wirklich, boah, Millimetergezeitung. So. Bei dir würde ich eine 8 geben dann. Hätte ich eine Kommazahl nehmen müssen, hätte ich 7,91 genommen. Ich habe ehrlich gedacht, das wird nicht so knapp. Die Soßen haben es verkackt oben. Da nochmal Feinjustierung, alles perfekt. Wir machen Schluss, Leute, Akkus und alle. Vielen Dank fürs Dabeisein. Tut mir leid für dich nochmal. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Lass den Daumen oben knallen. 1000 Likes, 100 Euro fürs nächste Video. Wieder mal einen Kommentar lassen mit Hashtag Holle und eurer Stadt. Bis zum nächsten Mal. Ich kann mich grüßen. Ich grüße meine Familie. Ich grüße Spatzenchor. Ich grüße Sani Hertha und Philipp Grombeck. Ich grüße Monte. Ich grüße Eli. Ich liebe dich. Und ich grüße Montes Mama. Euras sieht so aus, als wenn der Onkel Doktor beim Beschneiden nach der Hälfte keine Lust mehr hatte. Der schielt richtig. Bis zum nächsten Mal.